Hallo YouTube, endlich scheint es sich zu bewahrheiten. Die YouTube-App scheint im App Store angekommen zu sein, hier auch jetzt in Deutschland. Apple hat ja YouTube oder die YouTube-App von seinen iOS-Geräten mit iOS 6 verbannt. Die sind nicht mehr standardmäßig deinstalliert. Und deswegen hat YouTube auch eine, also Google eine YouTube-App eingereicht. Die war jetzt auch weltweit bereits überall erhältlich und nur noch nicht bei uns in Deutschland. Und auch im deutschen App Store ist sie jetzt, glaube ich, zwei oder sogar dreimal für ein paar Minuten erschienen, bis sie dann wieder herausgenommen wurde. Und jetzt scheint es sich endlich zu bewahrheiten. Jetzt gibt sie frei für alle. Vorher hat man sich halt einen gratis Ami-Account zugelegt. Das ist kein ohne weiteres möglich. Dann holt man sich halt gewisse Apps, die halt hier noch nicht erschienen sind oder die hier gar nicht angeboten sind, da drüben. Und dann gucken wir doch mal. So, Installation läuft. Und ich bin schon ganz zitterig, weil die YouTube-App, finde ich auch sehr lustig, diesen Neubanner, die auf den Apps jetzt zu finden sind. Und innerlich zerreißt etwas in mir. Ich hatte ja eben noch das Chrome-Update gelobt für die Balken. Und jetzt sehen wir hier, jetzt ist dieses Update schon oder diese App schon so lange im App Store, dass hier noch nicht mal fürs neue iPhone geupdatet wurde. So lange hat dieser Freischaltungsprozess gebraucht. Wahnsinn. Gut. Erste Meinung, boah, läuft die flüssig. Ich logge mich mal eben ein. So, eingeloggt bin ich jetzt und es läuft immer noch rasend schnell. Das gefällt mir sehr gut, auch wenn ich diese 1-Kästchen-Sache nicht mag. Gucken wir mal kurz in die Einstellung. Startseitenfeed, Highlights. Ah, nur Uploads. Okay. Safe Search Filter moderat. Das macht ja schon mal einen guten Eindruck. Hier abonnierte Kanäle und alles. Dann komme ich hier unten auf beliebt, was gerade so läuft. Und das war's eigentlich. Damit kann man jetzt natürlich nicht meine eigenen Sachen managen. Natürlich kann ich hier zu meinem Kanal gehen und mir dann die Uploads mal angucken. So, und wenn wir dann jetzt einfach mal ein Video nehmen, dann lädt er das jetzt und fängt auch direkt an zu spielen. Dann habe ich hier rauf, runter und dieses YouTube empfehlen und natürlich noch der Fullscreen-Button. Ach, jetzt dreht sich das. Okay, was passiert, wenn ich es von Hand drehe? Dann kommt das Video automatisch nach. Jetzt nicht von den Balken links und rechts natürlich irritieren lassen. Das ist natürlich deswegen zu schulden, weil die App, wie gesagt, noch nicht ans neue iPhone-Format oder an die Größe vom iPhone 5 angepasst worden ist. Also, ich kann abonnieren, ich kann, läuft gerade. Ach so, dann habe ich die Videodetails, dann habe ich Vorschläge und dann sehe ich auch die Kommentare zum Video. Das gefällt mir alles sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich kann jetzt leider hier selber einen Kommentar hinzufügen, aber auf aktive Dinger kann ich leider noch nicht antworten. Das ist auch der Grund, warum ich für YouTube den Chrome-Browser benutze. Da kann ich auch ohne Probleme schön beantworten und es geht relativ einfach. Natürlich nicht so schön flüssig und fix wie das hier. Also das gefällt mir hier gerade sehr gut. Also die Geschwindigkeit wirklich, wirklich, wirklich passend. Also das lange Warten hat ein Ende. Die YouTube-App ist endlich verfügbar. Ich kann hier den Link zur mobilen Seite direkt löschen. Also macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.